So, was ist mit einer neuen Runde Fly? Ich muss dazu sagen, das Ganze ist aktuell nachkommentiert und diese Folge stammt aus Oktober, November oder so. Es ist gerade einfach nur so passend, weil ich letztens mir die Folge angeschaut habe und dachte mir, warum habe ich das nicht geuploadet? Thema damals war irgendwie ein bisschen zu privat, um es zu uploaden, als ich dann nochmal drüber nachgedacht habe. Und ja, was sich allerdings hier gerade genau 2 Jahre jährt, ist, und vielleicht weiß noch jemand damals, als ich genau hier stand und in Cascada gefarmt habe, halt eben auch auf CWF Live. Da hatte ich ja mein Projekt damals noch. Sekunde. Kurz mein Handy holen. Okay. Mein Projekt damals, was ich mit ein paar anderen YouTubern machen wollte. Und das musste ich ja dann eigentlich ja absagen und eigentlich wollte ich es nur verschieben, nur ich habe dann damals auch schon gesagt, dass ich nicht glaube, dass es dann irgendwie nochmal dazu kommt, nicht in diesem Jahr und frage dich, ob überhaupt und wann wieder und so und ja gut, scheinbar hatte ich damit leider recht, ein bisschen traurig, aber ja, nochmal ganz kurz, was das für ein Projekt war. Ich habe damals vor 2 Jahren so ein Skiprojekt geplant mit diversen YouTubern und ja, es sollte halt einfach quasi das erste dieser Art quasi werden. Und im ersten Jahr, also das Ganze einfach wirklich jährlich wiederholen. In anderen Skigebieten vielleicht oder so. Und ja, das erste Jahr halt quasi selbst finanziert und im zweiten Jahr dann eben mit Sponsoren und so weiter. Also ich meine, wir hatten halt eigentlich echt eine ganze Handvoll Leute, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und oder YouTuber, die mitgemacht hätten. Aber ja, das war halt eben damals so traurig und es ist halt einfach echt krass, dass es mittlerweile schon 2 Jahre her ist. Also ich meine, ich weiß noch, als ich hier stand und hier in Cascada davon erzählt habe und so, es ist halt einfach, ich meine, die letzten 2 Jahre sind einfach so schnell vergangen und so. Aber naja, also dazu muss ich auch ganz ehrlich sagen, das Projekt an sich war eigentlich super und das hätte man auch wirklich noch cool ausbauen können. Und ein paar andere, die dabei waren, die hatten auch noch so die Idee, hey, lass das irgendwie so machen, dass man auch Jüngere mit reinnehmen kann, zum Beispiel, die da einfach noch keinen Channel haben, aber halt zum Beispiel richtig gut Skifahren und Snowboarden können und so und sich damit einfach ein bisschen was aufbauen können. Und wenn es jetzt irgendwie 5 oder 10 oder mehr YouTuber mit dabei gewesen wären und halt quasi ihre POV auf ihren Channel geuploadet hätten, dann hätte man natürlich auch einfach irgendwie Leute promoten können und so. Zumindest das war deren Plan und oder deren Gedanke noch dran. Also man hätte, glaube ich, richtig viel daraus machen können, aber das Ganze ist halt wirklich komplett zerfallen und ja, das Traurige ist auch wirklich einfach, nicht nur, dass wir halt, also wir haben damals schon relativ viel Geld investiert in Gimbals und Equipment und was weiß ich. Wir haben teilweise sogar schon nachgefragt bei den Skigebieten, ob wir da drehen dürfen und so weiter. Also zumindest formal, denn effektiv hat man dann vielleicht doch jemanden mitgenommen, der halt dann einfach extern da ist mit einer Kamera und so. Und je nachdem, vielleicht nur mit GoPros, keine Ahnung. Und also effektiv haben wirklich so viel Arbeit da reingesteckt und so viel Geld auch wirklich. Also ich meine, wir haben das jetzt nicht irgendwie dokumentiert oder so, aber so. Ich weiß nicht, auch für so ein Gimbal zahlt man immer schnell 200, 300, 400 € oder so. Und die noch keine GoPro hatten, haben sich eine angeschafft und so. Also, ich glaube, man kann schon sagen, das sind allein jetzt eigentlich schon, oder damals eigentlich schon, ein paar tausend Euro reingeflossen eigentlich. Und auch wirklich viel Planung und. Sorry, ich bin ein bisschen krank. Viel Planung auch, und auch wirklich viel. Ja, Zeit auch einfach. Und. Naja, hat einfach nicht geklappt. Und das ist auch wirklich einfach so traurig, weil es wäre halt, also es war mir persönlich damals einfach wichtig, weil es einfach mal so ein Projekt quasi gewesen wäre, das was auf meinem Mist gewachsen ist. Und es wäre auch wirklich mal was gewesen, um einfach mal rauszukommen, einfach wirklich mal draußen was zu machen, wirklich mal was Cooles zu machen und auch wirklich mal einen Trend zu starten, der ausnahmsweise mal nicht daraus besteht, dass man sich einfach selbst anzündet oder so einen Scheiß, sondern einfach wirklich mal einen Trend, der gewissermaßen einfach auch mal gesund ist. Gut, man kann irgendwie auch ziemlich scheiße fallen und sterben oder so, aber hey, ich meine,
Immer noch besser als die meisten anderen YouTube- und TikTok-Trends und so ein Scheiß. Aber ja, auf alle Fälle, ich habe mir jetzt, also mir ist es mal wieder so zufällig eingefallen, was einfach gerade auch zeitlich passt. Und was ich dazu sagen muss, ist einfach nur, dass es auch heute sich eigentlich nicht verändert hat. Also in Bezug hier auf, übrigens, dieses Fenster ist extrem geil und dass man hier draufklicken kann und sich unten hier dieses Ding öffnet. Genau hier, ist auch extrem geil. Hier, Props an Floddy. Ja, auf alle Fälle, dass es sich auch heute nicht geändert hat. Und ich habe darüber nachgedacht, dieses Video nachzukommentieren und dann noch darüber zu reden, dass es ja jetzt vielleicht anders ist und mit Freedom Day und keine Ahnung. Aber ein paar Tage später einfach wieder so, nope, alles bleibt im Alten. Und ich meine, ihr seht, glaube ich, einfach auch schon so die Planungssicherheit ist einfach, du kannst nichts mehr planen. Und ich meine, solche Projekte sind wirklich sauteuer und mit sau viel Zeit verbunden. Und wenn es nicht klappt, dann zermürbt es einfach nur endlos. Und dann hat einfach keiner mehr Bock drauf. Und also ich bin einfach wirklich auch so pisst. Und ich bin auch die letzten 2 Jahre schon so pisst. Und ich glaube, man merkt das vielleicht einfach auch, weil es halt einfach überhaupt nicht mehr funktioniert und überhaupt nicht mehr hinhaut. Und mein ganzer schöner Plan bezüglich diesem Thema, ja, ist einfach in Rauch aufgegangen. Und auch dieses Jahr wird's nicht mehr klappen. Also ich meine, wir hätten ja sogar noch die Möglichkeit, theoretisch jetzt dieses Jahr das Ganze zu machen. Also hier, 20. März ist ja jetzt noch nicht so weit. Also es ging ja sogar noch. Ich meine, ich habe nichts geplant und die Leute haben wahrscheinlich auch, wissen es gar nicht mehr, mit denen ich da damals gesprochen habe und so. Aber allein halt, man könnte es halt sogar noch machen. Nur, dann kam halt wieder sowas wie, ja, nee, in dem Bundesland nicht und hier nicht und nee, eigentlich auch wollen wir das gar nicht und nee, es bleibt eigentlich alles so, wie es ist. Und ich meine, es zeigt auch wirklich einfach, wie es im nächsten Winter und vielleicht die darauffolgenden Winter wirklich sein wird. Also, das ist ja wirklich irgendwie, da gibt es keine Besserung einfach. Und das regt mich einfach momentan auch wirklich so krass auf irgendwie, denn du kannst nichts mehr vorausplanen. Also ich meine, wir haben ja damals noch den Plan gehabt, dass wir vielleicht einen oder zwei vielleicht sogar, je nachdem, wahrscheinlich nur einen mit reinnehmen, der ein bisschen ja bekannter ist und einfach ein cooler Typ ist, ein guter Skifahrer ist und auch schon bei Filmen mit dabei war, sogar bekannten Filmen. Das Ding ist halt nur, er wohnt halt in Amerika und wir sind hier halt in Europa und das wäre halt einfach mit noch mehr Geld verbunden. Und also allein mal dieses finanzielle Risiko, das wäre einfach, das wäre untragbar gewesen wahrscheinlich. Und ich meine, da kann halt einfach sowas passieren wie, ja, nee, in Deutschland machen wir jetzt erstmal Lockdown. Oder nee, Österreich ist jetzt irgendwie Hochrisikogebiet und so. Also ich meine, mit sowas kann man einfach nicht arbeiten. Das ist einfach ein Witz. Ja, da müssten, wenn dann wir in die USA oder so, aber das ist ja finanziell noch weniger tragbar. Also, und ich meine, jetzt finden wir den Sponsoren, der sagt, hey, wir stellen noch 10, 20.000 zur Verfügung. Und wenn es nicht klappt, dann ist es halt egal. Das ist natürlich nicht der Fall. Es wird nicht passieren. Also, es ist auch wirklich, es ist ein Witz. Es ist einfach nur ein Witz. Und, ja, damit würden wir uns einfach selbst ruinieren. Und wie gesagt, wir können damit nicht planen, wir können darauf nicht hoffen. Und das ist halt einfach nur noch ein Witz. Das ist einfach nur eine riesige Scheiße, die abläuft, ganz im Ernst. Und selbst in einem, also ich meine, im Kleinen das Ganze zu machen, bringt auch nichts, denn wenn man sowas wirklich anfangen will, dann muss man es auch wirklich richtig machen und richtig durchziehen. Und dann brauchst du da einfach wirklich jemanden, der bekannt ist und das Ganze, ich sag jetzt mal, mit seinem Namen einfach promotet. Dann. Wenn man es beginnt, dann muss man wirklich als was Großes starten und dann muss es auch wirklich richtig reinhauen. Und das geht halt einfach nur, wenn man halt irgendeine, ich sag jetzt einfach mal, irgendeine Fanhure hat. Das geht halt sonst nicht anders. Und irgendwen braucht man, irgendeinen bekannten Namen, irgendeinen, wisst ihr, anders klappt das halt sonst nicht. Wenn man es halt auch wirklich dann groß machen will und so. Und ich meine, was willst du das hier irgendwie ein paar kleinen YouTube mit reinnehmen? Keine Ahnung, jeder macht so eine POV, uploadet und dann schauen es 10 Leute an oder so. Das ist auch nicht wert und ganz im Ernst, das ist ja. Das ist nicht relevant dann einfach.
Ja, und so bleibt es im Prinzip eigentlich dabei, dass man sagen kann, ja, kann man sich eigentlich komplett abschminken, kann man eigentlich komplett vergessen, kann man komplett verwerfen. Und ja. Das ist einfach nur noch traurig. Und ich meine, jetzt können wir das Ganze noch fortführen, wie traurig das eigentlich generell momentan ist. Wie viele, ich sage einfach mal, faktische Sportverbote, das es einfach gibt. Also ich meine, Sport ist richtig und wichtig und definitiv auch gesund. Und ja, effektiv ist Sport seit 2 Jahren quasi verboten. Also mehr oder weniger. Oder einfach nur unter solchen Umständen machbar, dass es eigentlich. Also, ich weiß nicht. Ich kann es nicht wirklich anders in Worte fassen. Und naja. Ja, wie dem auch sei. Auf alle Fälle. Ja, kann ich dazu jetzt nicht mal mehr sagen. Ich kann einfach nur ausdrücken, wie unglaublich enttäuscht ich einfach bin diesbezüglich. Und ja, dass ich es gern. Also bei mir war der Wille da. Vor 2 Jahren hätte ich das gemacht. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ob ich es heute noch machen würde und ob ich auch heute dafür nochmal die Lust aufbringen könnte und so, ich weiß es nicht. Also ich hatte Hoffnung und so einen Funken Hoffnung und ich dachte mir so, hey, jetzt kannst du anfangen zu planen und so. Aber nachdem wieder einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, wisst ihr, nee, interessiert mich nicht mehr. Hab ich einfach keine Lust mehr und ich will mich auch persönlich nicht in die Situation bringen, wo ich mich selbst auf irgendwas hype und dann klappt es am Ende gar nicht. Denn, also, ganz im Ernst, brauche ich einfach nicht mehr im Leben. Kann ich wirklich drauf dankend verzichten. Und ja. Ich glaube, mehr sage ich dazu jetzt einfach mal am besten nicht. Ja, ich war übrigens echt ein bisschen pissed über diesen Dungeon. Ich habe den ja damals schon letzten Jahre gemacht. Letzten, weiß nicht, 4, 5 Jahre, oder seit wann auch immer das denn gibt. Mich hat es irgendwie echt gestört, dass diese Monster so stark geworden sind. Ich weiß nicht mehr, wie viel HP das die damals gehabt haben. Die sind damals viel schneller gestorben. Die hatten irgendwie 300 KHP oder so, glaube ich. Weiß es nicht mehr genau. Ich konnte, glaube ich, damals One oder Two hätten oder so. Und ja, jetzt sind diese Monster so stark, dass man hier drin wirklich sogar sterben kann. Und Spoiler, Spoiler. Das passiert gleich. Ja, das ist genau hier. Also da war ich wirklich schon, da war ich echt pissed, da war ich richtig pissed, Alter. Da habe ich echt richtig rumgeschrien, weil ich mir dachte, so, das kann doch nicht sein und so. Und warum sterbe ich denn hier und so? Und na, also ich meine, für ein Event Dungeon, also Zone Damage und so viel HP. Boah, ich weiß nicht. Also ich meine, das Ding ist halt immer, für wen macht man solche Events? Man muss dazu sagen, ich glaube, wir waren ja sogar noch relativ früh in der Season. Nicht früh früh, aber noch relativ früh. Und viele Leute haben halt einfach noch kein so gutes Equipment gehabt. Und ich glaube, da hat das Team auch nicht so dran gedacht, dass es halt. Also es hat halt wahrscheinlich einfach das Ganze für den Main-Server gebalanced. Hat aber vielleicht nicht dran gedacht, dass es halt hier noch früh in der Season ist und dass hier halt einfach noch viele kein Equipment haben. Und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass es komplett vorsätzlich halt so gebalanced wurde, aber ich glaube halt einfach, man hat es hier halt einfach auf full-equipped Leute gebalanced, aber so jeder, der halt darunter ist, hat halt im Prinzip weder eine Chance zu farmen, noch vor allem effizient zu farmen. Denn ich meine, ihr habt es ja gesehen, ich brauche mindestens irgendwie 30 KHP und ich brauche einen komplett krassen Damage und mein Equipment ist jetzt nicht so schlecht. Also, ich meine, es ist nicht brutal gut und so, ich habe keine BH-Sachen und keine Ahnung, aber ein 125er Set mit okay Awakes und so ist jetzt nicht so schlecht eigentlich. Also, das ist eigentlich okay. Und naja, dass ich hier irgendwie Endgame-Equip brauche für ein Event, welches einfach nur Spaß machen soll, finde ich jetzt nicht so gut. Und da finde ich, müsste man auch nachbessern fürs nächste Event. Also, ich weiß nicht, ob Vladi gerade zuschaut. Wenn ja, hi.
Ich finde nur fürs nächste Mal, fürs nächste Ostern, fürs nächste Halloween sollte man es vielleicht ein bisschen nachbessern und ein bisschen einfacher machen. Oder vielleicht auch mal neu machen oder so, weiß ich nicht genau. Muss man schauen. Naja, in dem Sinne auf alle Fälle, das ist meine 50 Cent zu dem ganzen Thema und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.